Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Und zwar geht es nicht darum, dass ich jetzt seit langer Zeit mal wieder mich dazu entschlossen habe, ein bisschen Lineage oder wie man es auch aussprechen möchte, meinetwegen auch Lineage zu spielen. Und ja, ich habe das Spiel im Prinzip. Ah, fangen wir mal ganz vorne an. Also, es ist auf jeden Fall ein MMO. Es ist ein sehr altes MMO. Es ist tatsächlich älter als WoW, was natürlich jetzt auch schon mal eine Hausnahme ist. Und es läuft halt immer noch. Auch auf offiziellen Servern und so weiter. Aber da spielen wir im Prinzip gar nicht. Also, ich zumindest nicht. Denn ich spiele auf dem Freeshard. Und zwar so mit den ältesten, den es eigentlich so gibt. Und ja, ich habe das Spiel ungefähr 10 Jahre lang gespielt und jetzt 2 Jahre Pause gemacht und muss sagen, jetzt langsam, aber sicher kommt dann doch mal wieder die Sehnsucht durch. Man sieht auch hier gerade, ich bin nicht gerade besonders, naja, ich habe doch schon ziemlich hart gesuchtet, dieses Spiel. Da kommen pro Charakter schon mehrere tausend Spielstunden zusammen. Ja, warum jetzt dieses Infovideo? Ich, ja, möchte auf jeden Fall das als Community-Projekt irgendwo machen. Ja, ich möchte das quasi mit euch zusammen spielen. Ich habe immer noch einen Clan hier und es kam auch schon die ersten im Prinzip Aussagen, dass es einige Leute geben wird, die dabei sein möchten. Wir sind hier übrigens gerade in Rune, einer der größten Städte in diesem Spiel. Und da drüben ist Rune Castle, kann man als Clan besetzen und so weiter und so fort. Ist alles kein Problem. Da unten ist der Ozean. Die Sichtweite ist natürlich hier nicht so geil weit, weil das Spiel ist halt schon ein bisschen alt. Das ist von 2008. Da unten ist der Hafen, sieht man gerade. Es ist ein Rollenspiel-Server, muss ich direkt von Anfang an sagen. Das heißt, einfach irgendwelchen Leuten auf die Fresse hauen ist nicht und wird auch tatsächlich meistens sofort mit einem Bann bestraft. Und naja, es soll sich halt alles darum drehen, dass man im Prinzip ja, miteinander spielt, Rollenspiel betreibt. Ich weiß nicht, wer wem Pen and Paper was sagt. Dass man sich auch wirklich in seine Klasse einfindet irgendwo. Und naja, natürlich soll die Engine auch nicht vernachlässigt werden, also da ist klar, also es wird hauptsächlich natürlich mit der Engine gespielt und miteinander, also statt nur Rollenspiel betrieben, aber man muss auf jeden Fall auch sagen, Rollenspiel hat tatsächlich Vorrang und hat beachtet zu werden, wenn irgendwo einer damit anfängt. Jo, das Spiel ist, ja, man kann es noch als Asia Grinder bezeichnen. Man braucht wirklich sehr, sehr lange, um hochzukommen und man schafft es in den meisten Fällen nicht alleine irgendwas zu erreichen. Das heißt, wir brauchen eine Gruppe, wir brauchen eine Allianz, wir brauchen ja, Leute, mit denen wir zusammen spielen können. Und genau deswegen richte ich mich jetzt an euch. Das möchte ich als zusätzliches Community-Projekt zu dem Life is Feudal-Server machen. Das Ganze ist kostenlos. Ja, ihr könnt hier also spielen, solange ihr wollt, ohne jemals auch nur einen Pfennig zu bezahlen. Und ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, schaut euch das Ganze einfach mal an. Ich werde am Freitag wahrscheinlich damit anfangen. Ihr könnt euch gerne schon mal den Klienten runterladen. Den Link packe ich in die Videobeschreibung. Müsst ihr unten einfach mal aufklappen und gucken. Da ist die Beschreibung, wie das installiert wird und so weiter und so fort. Und da ist ganz oben unter dem ersten Punkt irgendwo eine Lineage 2 ZIP-Datei. Die müsst ihr einfach runterladen. Die ist ungefähr 7,1 GB groß. Dauert also bei dem einen oder anderen ein bisschen. Und dann könnt ihr die restlichen Schritte befolgen und so weiter. Ich würde euch aber bitten, bitte noch nicht vorher anzufangen. Immerhin haben wir schon Donnerstag und morgen ist wieder Abonnententreff. Da können wir da starten. Treffpunkt ist übrigens wieder der burnyfilm.de Teamspeak 3 Server. Und ja, ich gehe jetzt gerade hier beim Labern, gehe ich jetzt hier gerade mal ein bisschen in die Stadt rein. Also in Rune Township. Also hier trifft sich das gemeine Volk im Prinzip. Und ja, es würde mich freuen, wenn sich ein oder andere meldet. Ihr könnt euch gerne vorab schon mal in den Kommentaren hier verewigen, ob ihr dabei sein wollt oder wie das aussieht. Das Spiel ist sehr komplex, man braucht sehr lange, um etwas zu erreichen, aber genau das macht es auch interessant. Und ich muss sagen, es sieht nach im Prinzip 12 Jahren. Ne, warte mal, es ist von 2000, was habe ich gesagt? 8? Ne, das kann nicht sein. 2003, glaube ich. 2003, ja, das kommt hin, genau. 2003 kommt hin, das ist 12 Jahren. Sieht es immer noch, ich finde, sehr gut aus. Das ist auch ein relativ altes Gebiet noch. Das heißt, hier sind die Bodentexturen auch noch ein bisschen flatschig und so weiter. Aber was die Rüstung und Effekte angeht, ist das einfach schon wirklich gestochen scharf alles. Und es macht Spaß. Jo, dann schreibt in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt. Bitte lasst uns zusammen anfangen. Es geht schon mit der Charaktererstellung los. Der Name muss im Prinzip RP-gerecht sein. Also ein Mensch, der irgendeinen orkischen Namen trägt, ist zum Beispiel fehl am Platz. Oder ein Ork, der meinetwegen Peter heißt, ist jetzt auch nicht so wirklich in Ordnung und ist hier nicht gerne gesehen.
Falls ihr noch Fragen habt, können wir das gerne am Freitag klären oder vorab. Die meisten von euch oder viele von euch haben mich auch in Skype oder Steam oder wo auch immer. Ansonsten alles weitere in den Kommentaren. Es würde mich freuen, wenn wir so einen Schwung von 10 Leuten mindestens zusammenkriegen. Das wäre schon mal ein guter Anfang, um den Clan wieder ein bisschen aufzubauen. Ihr kriegt natürlich Hilfe von Anfang an. Ne? Hier so ein alter Bär hier wie ich, der hat natürlich dementsprechend schon Erfahrung und weiß, wo man leveln kann und so weiter und so fort. Ich mag den Himmel übrigens jetzt irgendwie. Wir spielen nicht in der aktuellsten Version wie auf dem offiziellen. Ihr könnt euch gerne auf der offiziellen Seite Informationen ranholen, was das Spiel ist, was man da machen kann und so weiter und so fort. Wir sind aber ein paar Versionen zurück hier und es hat vor allen Dingen sehr, sehr viele eigene Features, die man so sonst nicht hat auf dem offiziellen Server. Deswegen einfach mal den Klienten ziehen, falls ihr Bock habt. Gerne auch schon mal reinschreiben, wenn ihr dabei sein wollt, in die Kommentare so von wie so, jo, ich bin dabei. Wie gesagt, es kostet euch keine müde Mark und ihr könnt so viel spielen, wie ihr lustig seid. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Gerne könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben geben. Gerne könnt ihr mir in den Kommentaren was reinschreiben. Gerne dürft ihr dieses Video auch teilen. Das ist diesmal ganz, ganz wichtig, damit wir was zusammen kriegen. Und ich habe hier oben auch wieder die Infokarte eingeblendet. Da könnt ihr euch nochmal informieren über die Spendenseite, worüber, ja, über meinen Kanal. Falls ihr euch da auch noch ein bisschen beteiligen wollt oder mir unter die Arme greifen wollt, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Wie gesagt, ab einem Dollar seid ihr dabei und ein Dollar tut nun wirklich nicht weh im Monat. Das ist weniger als ein Euro. Das ist im Prinzip nicht mal ein Kaffee im Monat und der wird mir tatsächlich schon weiterhelfen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem regulären Projekt wieder oder am Freitag im Teamspeak beim Abonnententreffen und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao!